ja auch nie Bilder irgendwie von ihr. Weiterhelfen, ob es mit Korte ist. Ah, okay. Nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft reiste die Angeklagte als 15-Jährige nach Syrien und schloss sich dort dem sogenannten Islamischen Staat an. Sie heiratete dort einen Deutschen, der für die Vereinigung tätig war und arbeitete auch selbst für den IS. Zeitweise verfügte sie über ein Sturmgewehr und eine Schusswaffe, um ihre Zugehörigkeit zum IS zu demonstrieren. Auf dieser Grundlage werfen wir der Angeklagten Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz sowie Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der Senat hat angeordnet, dass die Hauptverhandlung einschließlich der Urteilsverkündung in nicht öffentlicher Sitzung durchgeführt wird. Hintergrund dieser Anordnung ist der Umstand, dass die Angeklagte die ihr vorgeworfenen Taten teils als Jugendliche, teils als Heranwachsende begangen haben soll. Können Sie noch mal kurz umreißen, was am heutigen Tag